Die Pandemie, eine kontaktbeschränkte Zeit, eine kontaktlose Zeit. Eine Zeit, wo wegen dieses Kontaktmangels die Tage zerrinnen und damit auch das Leben zerrinnt. Ostern ist das Fest des Lebens, der Auferstehung, der Freude. Ostern bedeutet, selbst im Tod sind wir nicht mehr allein. Christus ist unser Kontakt. Christus ändert die Zeit der Pandemie. Wir können von ihm Leben, Hoffnung empfangen. Wir können von ihm Kraft empfangen, um voll und ganz im Jetzt zu leben, uns in der Hoffnung auf das Morgen, auf das, was kommen wird, einzustellen. Ja, auch in der Pandemie ist Ostern möglich. In der Pandemie ist Ostern notwendig. Wenn ihr vielleicht euer Osterbier diesmal nur in kleinem Kreise trinkt, soll dieses Bier doch gut schmecken. Weil Christus ist auferstanden von den Toten und wir stehen konsequent zusammen mit Gott auf der Seite des Lebens. Ein sehr schönes Osterfest.